Augenoptik im Ohr. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast aus der Hochschule Aalen. Hier erfahrt ihr Neues, Interessantes und Spannendes aus dem Studiengang Augenoptik-Optometrie. Gastgeber im Studio sind Leonie Schretzenmeier und Jürgen Nolting. Heute geht es in unserem Podcast um das Verhältnis zwischen Augenheilkunde und Optometrie. Wie sieht die Zusammenarbeit von OptometristInnen und AugenärztInnen aus und wie könnte es sich in der Zukunft gestalten? Im vergangenen November hatten wir hier in Aalen unser Jubiläumssymposium und Professor Dr. Dr. H.C. Norbert Schrage hat dort zu diesem Thema einen sehr schönen Vortrag gehalten, den wir uns heute gemeinsam anhören wollen. Norbert Schrage ist Chefarzt der Augenklinik Köln-Merheim und er ist in der Fachwelt bekannt durch zahlreiche Veröffentlichungen. Er gehört wiederholt zu den besten Ärzten in Deutschland. Das Magazin Fokus Gesundheit veröffentlicht regelmäßig eine Liste der Top-Mediziner. In der 2021er Liste ist Norbert Schrage als Spezialist für Netzhauterkrankungen, Hornhauterkrankungen und diabetische Augenerkrankungen aufgeführt. Und hier kommt jetzt sein Vortrag. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie kurz entführen, möchte die Zusammenarbeit von Augenoptikern mit Augenärzten zusammenbringen. Mein Motto, da haben wir die Selket, die Schutzgöttin der Schatzkammer des Tutanchamun. Ich kenne das gestern, das heute und das morgen. Und diese Figur soll uns ein bisschen und dieser Spruch soll uns ein bisschen durch den Vortrag leiten. Ich kenne auch meine Interessenskonflikte und gebe die hiermit bekannt. Eine Änderung meiner Einstellung beruht in der Regel auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht auf Honoraren. Wie war es in Deutschland? Sektorale Trennung von Augenoptik und Augenheilkunde. Optiker machen Brillen, vergrößernde Sehhilfen, Sehtests, Kassenleistungen in bestimmten Grenzen, Zuzahlungen privater Händler und Verkäufer. Gesellschaft, Vergesellschaftung mit Kunsthandwerk und Juwelier war nicht ganz selten und ist immer noch nicht ganz selten. Die Augenärzte sollen Diagnosen stellen, Brillen verordnen, operieren, heilen. Kassenleistung, Igel, Privatbehandlung, operative Augenheilkunde. Mal in so Schlagworte gefasst, was wir so treiben. Wir haben zwei unterschiedliche Menschen vor uns stehen, die aber in Personeneinheit dastehen. Nämlich einmal die Kundin oder die Patientin. Wir arbeiten an verschiedenen Stellen, ich sage das mal auf der linken Seite in grün, Wellness, Beauty, Lifestyle, ja, grün deswegen, weil Sie dem Patienten eigentlich oder dem Kunden nicht zumuten, was für ihn schmerzhaft oder unangenehm sein sollte. Und das unterscheidet den Kunden vom Patienten. Ja, der Augenarzt hat einen Menschen vor sich, dem er unter Umständen Leid zufügen muss. Und wo er dessen Patient, nämlich dessen Ruhe, braucht, ja, um mit ihm durch diese Strecke zu gehen. Das ist ein sehr unterschiedlicher Ansatz, deswegen sprechen wir auch von zwei verschiedenen Kategorien. Trotzdem benutzen wir sehr ähnliche Dinge und das haben Sie in der Schnittstelle, die Projektoren, die Spaltlampen, Refraktometer, Scheitelbrechwertgeräte. Und bislang war es so, dann gab es die optisch-mechanische Werkstatt, Anpasshilfen, PC-gestützte Brillenanpassung und alles mögliche andere. Und auf der Augenarztseite die Funduskamera, Kontaktgläser, Ultraschall, Angiografie, OCT und ähnliches. Und wie ist es in Deutschland zurzeit? Und das hat sich dramatisch verändert. Wir haben Optiker, die Augenärzte in refraktiven OP-Zentren einstellen, mit Eigenzuweisung, alles aus einer Hand, private Händler, Verkäufer, Vertrieb von Medizinprodukten, die Spezialisierung in Richtung Sehbehinderung, Kontaktlinsenstudie und refraktive Chirurgie. Auf der anderen Seite, Augenärzte und Zentren stellen Optikerinnen ein, die dort Voruntersuchung, optimierte Refraktion, Beratung und Dienstleistungen an Patienten durchführen, refraktive Chirurgie, IGEL-Leistungen, Privatbehandlung und Praxisshop anbieten. Und wir sehen schon, die Überschneidung von Kunde und Patient geht da manchmal vielleicht gut und dann sehen wir die Extrembereiche, da geht sie nicht gut. Ein wesentlicher Punkt und ein großer Unterschied, der, glaube ich, auf die Synthese hinarbeitet, ist, dass wir uns darüber klar werden, welche Unterschiede haben wir in unserer Vorgehensweise. Und die Optikerinnen arbeiten auf privatwirtschaftlicher Basis
Und letztendlich habe ich heute noch gehört, 2% Kassenleistung ist so der globale Rahmen, um den man sich kümmert. Die Augenärztin arbeitet auf Kassenleistung und ist konfrontiert mit einer Kasko-Mentalität. Ja? Das ist doch alles drin, wie man im Rheinland sagt. Ja? Da muss ich nichts extra bezahlen. Wenige Igel und Privatleistung ist ein technisches Problem. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Ich betreibe eine Augenarztpraxis unter anderem in Köln-Chorweiler, sozialer Brennpunkt von Köln. Wir haben 2500 Scheine. Wenn man so ungefähr eine Vorstellung hat, wie das dann dazugeht in der Praxis, ist ein Taubenschlag. Und da ist jede Igelleistung eine Diskussion. Wenn wir nun die Zusatzleistungen im privatwirtschaftlichen Kontext sehen, sind die durchaus opportun und erwartet. Der Patient oder der Kunde erwartet, er geht zum Optiker, da wird er irgendwas kaufen und sei es eine Dienstleistung. Im augenärztlichen Bereich ist das eine Zusatzleistung im Kassenkontext und die ist erklärungsintensiv. Und das Teuerste, was wir haben, ist unsere Zeit. Insofern ist da eine Chance und auch ein Weg. Wie können wir jetzt uns hier nochmal positionieren? Und wir sehen im Augenblick Kundin und Patientin in diesem Schnittfeld von Sehkraftoptimierung, Erhalt von Sehkraft, Kosmetika-Tropfen, optimierte Unterstützung und Medikamente, optimale Erscheinung und Funktionalität, bei uns die Operation, refraktive Chirurgie und nicht zuletzt die Rehabilitation. Und ich habe die jetzt bei den Optiker nicht angesetzt, aber natürlich vergrößernde Sehhilfen und Rehabilitationsleistungen für Sehbehinderte und Blinde sind ein essentieller Bestandteil, der vom Augenarzt sehr beratungsintensiv kaum eingelöst werden kann. Aber der Patient hat einen Anspruch darauf. Ja? Und den müssen wir einlösen. Da ist ein wichtiges Feld, wo wir miteinander kooperieren müssen und sollten. Wir haben auf der anderen Seite die Optikerin alleine oder im Verbund oder sogar in Franchise-Unternehmen organisiert. Auf der anderen Seite die gleiche Entwicklung, die Einzelpraxis, die MVZ-Praxisverbünde und die Kliniken. Dies sind auch Schnittmengen, die wir bearbeiten müssen. Wenn ich das heute jetzt beschreibe aus der Perspektive der Berufsverbände, kann ich nur sagen, der BVA hat gerade noch mal wieder versucht zu erstreiten, die Optikerin darf keine Diagnostik machen, sie darf nicht behandeln. Und auch aus einer aktuellen Diskussion aus dem Verbandstag, die ich mitgebracht habe, ist ganz klar eine Opposition zur diagnostischen Ausweitung der Optikerin. Im Zentralverband der Augenoptik wird ganz klar gesagt, die Optikerin müssen ihre Kunden optimal untersuchen und beraten und treten als Dienstleisterin mit Optometrie mit allen Folgen in Richtung Diagnostik auf. Beide Positionen stehen sich diametral gegenüber. Auf der Arbeitsebene überhaupt nicht, und das ist das, was ich hier von jedem, mit dem ich spreche, höre. Er und sie kennt ihre Augenärztin vor Ort und man kooperiert. Teilweise auch an der Grenze der Legalität, die Zuweisung gegen Entgelt in Anführungszeichen, ist ein Damoklesschwert, was immer wieder über uns schwebt. Die Zuweisung für die zur Optikerin, zur Refraktion, ganz klar und auf der Arbeitsebene klappt das. Die Optikerinnen verweisen auf lokale Augenärztinnen bei Erkennen von medizinischen Problemen und das funktioniert sehr gut und muss ich ehrlich sagen, ist für mich eine große Stütze und auch ein wichtiges Element der Praxisführung, weil wenn eine Optikerin bei mir anruft und sagt, ich habe hier einen Patienten mit einem Problem, dann ist das ein völlig anderer, qualifizierter Zugang in meine Praxis, als wenn einer sagt, ich komme zur Kontrolle und mir nicht sagt oder meine Arzthelferin nicht sagt, das Auge tut furchtbar weh oder ich habe Missempfindungen oder Ähnliches. Die Optikerinnen weisen Augenärzten auf Verordnungsdefizite hin. Es ist nicht die erste Brille, die Gott sei Dank nicht falsch gemacht worden ist, weil ich ein Minus mit einem Plus verwechselt habe oder sonst irgendein Unsinn passiert ist, weil da nochmal einer fachkundig nachkontrolliert. Und Kooperation und Zuweisung auf Vertrauens- und Arbeitsebene und Vertrauen ganz groß geschrieben. Wie sieht das nun der Patient? Der sieht das völlig anders. Bei der Augenärztin sind Termine fast nicht zu bekommen, Wartezeiten je nach Abweisungsverhalten der Praxis zwischen einer Woche und 12 Monaten.
Krank sein und Eingestehen von Krankheit hat bei den Ärztinnen eine hohe Hürde. Das ist nicht so einfach für den Patienten. Die Angst vor Diagnose und Therapie steht manchmal im Vordergrund und verhindert, dass Patienten mit Missempfindungen der Augen, klassischerweise Glaukom, viel zu spät zu uns kommen. Und das Vertrauen in die Ärztin, aber auch die Angst der Überheblichkeit der akademischen Abkanzelung. Auch das passiert in Augenarztpraxen. Ja, oder sie werden blind. Den Spruch hat jeder von Ihnen schon mal betreuen müssen, ja, und wieder zurückholen müssen. Die Optikerin hat den niederschwelligen Zugang, die Verbesserung der Sehkraft und oder Rat zur Einschätzung wird erhofft und natürlich die entsprechenden Hilfsmittel und bodenständiges Personal im Allgemeinen, mit dem man sprechen kann. Wie sehe ich nun die Zukunft? Und ich glaube, die Orientierung am britischen System sollten wir ins Auge fassen. Wir haben die Optometristen, den Augenarzt, mit der Sicherstellung der Erreichbarkeit, das Screening, die Akutbehandlung, der Weiterleitung auf der Optometrie-Seite und der Spezialisierung, Medikation, Chirurgie und der interdisziplinären Behandlung auf der Augenärztinnen-Seite, der klassische Consultant. Hier ist meiner Meinung nach diese Zusammenfassung mit den niedergelassenen Optometristen, Franchise-Firmen, auch solchen wie Specsavers. Und auf der anderen Seite in den Kliniken des NHS, der operative Consultant, diagnostisch-therapeutische Spezialistin, in einer sehr guten Weise realisiert, die sich eingesteht, dass die Breitenversorgung im englischen System mit Augenärzten, Fachärzten für Augenheilkunde nicht mehr vorhaltbar ist. Und wo sehe ich das morgen? Wir werden zu wenige Augenärztinnen haben, um die Alten zu therapieren. Spätestens wenn meine Generation, die Babyboomer, in Rente gehen, 2027, ist das ein reales Problem, auf das wir zugehen. Die Bagatellversorgung im Niederschwelligen kaum mehr zu leisten, aufgrund der IVOM, der Kataraktoperation, Netzhautveränderung, Glaukome. Und das wird ja absehbar schwieriger, wenn wir die trockene AMD tatsächlich in eine IVOM-Therapie überführen, was sich abzeichnet. Das bedeutet, dass die Praxen voll sind mit den operativen Nachkontrollen. Der Wunsch der jungen Kollegin nach operativer Ausbildung wird größer. Ich kenne keinen meiner jungen Bewerber, die nicht sagt, ich möchte irgendwann operieren, weil die auch sehen, dass das der interessantere Bereich ist. Und die wollen alle nicht mehr in die Praxis, in die eigene Praxis, sondern sie wollen lieber Anstellung statt Selbstständigkeit. Und Wunsch nach Zeit für die Patientinnen ist auch eine wirkliche Forderung unserer jungen Kollegen. Und wir haben eine Weiblichkeit in der Augenmedizin, ganz stark. Bei den Optikerinnen haben wir das Gleiche auf einer anderen Seite. Die Online-Shops verändern das stationäre Geschäft. Der Einzeloptikerin als Geschäftsmodell steht in Konkurrenz zu den Ketten und auch deutlich in Bedrängnis. Marktsättigung spätestens mit Sterben der Babyboomer 2040, 2055. Da wird man sich neue Geschäftsmodelle überlegen müssen. Ja, Sie lachen, aber für die Jungen hier ist das Interessante. Ja, da muss man sich... Wir werden irgendwann abtreten. Work-Life-Balance, und manche Leute reden inzwischen auch von Life-Work-Balance. Die haben allerdings, glaube ich, ihre Berufung verfehlt. Denn ich rede nicht über Work-Life-Balance, weil für mich Berufung und die Work, ja, Life ist. Und ich glaube, das müssen Sie für sich selbst klären. Und ich glaube, wer über Work-Life-Balance redet, sollte nochmal nachdenken, ob er den richtigen Beruf hat. Wir haben extrem sinngebende Berufe, Sie und ich. Und diese Sinngebung in dem Beruf zu finden, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, damit weiterzukommen. Die Nachwuchssorgen haben wir alle und wir haben ein neues Problem, Artificial Intelligence und Online-Diagnostik, die uns tatsächlich in Abwege führen oder in neue Geschäftsfelder, aber auch neue inhaltliche Felder. Abgrenzungen und Ziele. Die Optometrie sagt eigentlich, wir können physikalisch, optisch, technisch messen und suchen nach Auffälligkeiten im Auge und die beschreiben wir. Der Augenarzt kümmert sich um Diagnose, Therapie, Heilung, Linderung von Krankheiten, Leiden und Körperschäden bei Menschen. Artificial Intelligence auf Handy, Rechner, diagnostischen Online-Portalen kann physiologische Leistung hervorragend messen und bewerten
und Abweichungsidentifikation durch Artificial Intelligence sehr gut durchführen. Die Frage ist, und hier ganz kurze Beispiele, Netzhautbilder ausgewertet durch Artificial Intelligence über Deep Learning, zu Zones of Interest werden oder ROIs werden identifiziert. Das funktioniert auch mit OCTs. Und hier kann also tatsächlich für uns ein neues Feld entstehen, wie wir Screening besser realisieren. Aber wir sollten schauen, dass wir es so organisieren, dass wir als Fachleute das in der Hand halten. Der Weg Augenoptik und Augenmedizin. Ich glaube, wir müssen uns neu aufstellen. Wir müssen das von Patientin und Kundin her denken, die absehbaren Konflikte benennen und auflösen, medizinische, wirtschaftliche Interessen in Win-Win-Konstellationen zusammenführen und Gemeinsamkeiten definieren und auch unsere Grenzen benennen. Und es hat sich immer wieder ausgezahlt, wenn zwei, die sich nicht mögen, einen gemeinsamen äußeren Feind definieren, der beide bedroht. Und ich glaube, als Rat in die Berufsverbände, das wäre mal eine Idee, neu anzufangen. Vom Kunden her, den niederschwelligen Zugang, die schnelle, effiziente Diagnostik, die geringe Wartezeit, eine gute und effiziente Verweiskultur, Zeit für Beratung, befriedigende optische und medizinische Lösungen und die Bezahlbarkeit, das sind die Interessen des Patienten. Die Konflikte, Symptomerhebung von Diagnose trennen. Ich glaube, damit wäre schon viel gedient. Feststellung von abnormen Zuständen und Differentialdiagnose trennen. Auch das würde einen Teil der Befriedung ausmachen. Und physikalisch-optische Therapie von Medikation und Operation trennen. Ich glaube, da wären wir ein bisschen weiter. Die medizinisch-wirtschaftlichen Interessen in Win-Win-Konstellationen zusammenführen, ist, glaube ich, wichtig. Und die Hauptangst der Augenärzte, irgendjemand hat es gestern mir so zugerufen, hat gesagt, naja, bei den österreichischen Augenärzten ist das so, die wollen den ganzen Kuchen, können aber gar nicht essen. Ja? So ist das bei den deutschen Ärzten auch. Ja? Insofern, die Angst vor Konkurrenz und Wegnahme von Igeleinnahmen bei dem Arzt in einer sinnvollen Kooperation lösen. Das lässt sich lösen. Ich habe ein sehr schönes Beispiel heute Morgen gehört, nach dem Motto, es wird ein OCT angeboten, wird gesagt, das musst du beim Augenarzt nochmal machen und da bezahlst du es auch, weil der braucht die Bilder, dem nutzt das nicht, wenn ich ihm einfach einen Ausdruck schicke, der muss das Gesamtbild sehen. Interessanter wäre noch eine Gerätevernetzung, Gerätepools und Gewinnaufteilung in solchen Fällen. Marketing und Vertrieb der Leistung gemeinsam mit dem Optiker. Und da habe ich eben schon den Hinweis gegeben, Sie sind in einer Verkaufsposition. Sie sind privatwirtschaftlich organisiert. Das ist ein Riesenvorteil in der Argumentation. Das nimmt Ihnen der Kunde sofort ab, dass Sie ihm was verkaufen müssen. Der Augenarzt muss erstmal erklären, ja, das übernimmt deine Krankenkasse nicht, da musst du jetzt selber bezahlen. Ein Bruch in der Behandlung. Ein Bruch. Und zwar ein emotionaler Bruch, den ich da begehe. Der fällt vielen jungen Augenärzten sehr schwer und ich finde ihn nach wie vor immer problematisch. Und letztendlich diagnostisch-therapeutisch sinnvolle Konstrukte vor Ort. Gemeinsamkeiten definieren, Grenzen benennen. Klarheit schaffen, wo die Grenzen der Fächer gesehen werden und wo diese zugunsten einer engen, geregelten Kooperation überdacht werden sollten. Die Kampfzonen, die einer Zieldefinition bedürfen, sind ganz klar die Prismenkorrektur als Verkaufsmodell versus strabologische Vorbehalte. Die Perimetrie-Druckmessung als Einstieg in die Diagnostik, mit welcher Konsequenz? Wenn man das einfach freilaufend anbietet, macht man sich angreifbar. Wenn ich aber anbiete, der Kooperationspartner übernimmt die Verantwortung, wenn es ins Medizinische geht und das ist gesichert, dann bin ich da völlig anders aufgestellt. Das Gleiche gilt für OCT, Topografie und Scheinflugfotografie. Wenn ich ein Ziel definieren kann, wenn ich eine Kooperation da etabliere, dann ist das eine Win-Win-Situation, die niemals angegriffen wird. Die Doppeldiagnostik zum finanziellen Schaden des Patienten sollten wir aufgeben. Da müssen wir Konstrukte für finden. Eine Einstiegsdiagnostik nur mit einem klar geregelten medizinischen Kontakt im Fall einer Krankheitsdiagnostik. Und einen gemeinsamen Feind definieren. Ich habe das mal versucht. Unabgestimmte, freilaufende, nicht beratende Diagnostik bei Drogerie, Apotheke, Internet und mittels AI müssen wir als gemeinsamen Feind erkennen. Und eingrenzen, indem wir ihn einfangen. Er muss zu uns. Artificial Intelligence und
Diagnostik im Internet muss angebunden sein an eine fachlich kompetente Beratung, die face-to-face dem Patienten ermöglicht, die Fragen, die sich daraus aufwerfen, zu beantworten. Und das sind dann diese Fragen der Vernetzung, Gerätepools. Das Visus und OCT to go habe ich kein Problem mit. Ja, Artificial Intelligence unterstützte System in der koordinierten Diagnostik bin ich beteiligt, darf das sagen, an einem Vielmann-Projekt, das meiner Meinung nach wegweisend sein wird. Und ich glaube, dass Reading Centers und Beratungsangebote dahin gehören. Ich möchte Ihnen einen Problemfall, der vorgestern bei uns aufgeschlagen ist, zur Verdeutlichung bringen, dass reine Diagnostik uns nicht weiterbringt. Ein älterer Herr klagt über dunkler Sehen auf dem rechten Auge und das linke Auge sei vor Monaten erblindet. 90-jähriger Herr sitzt vor mir mit Visus 0,1 auf einem Auge, Augendruck 45, anderes Auge 34 und im OCT hat er ein Makuladem auf dem rechten Auge. So, die erste Diagnose des jungen Assistenten war, der hat ein Glaukom und der hat eine feuchte Makuladegeneration, der kriegt jetzt den Druck gesenkt und eine Spritze und dann ist es gut. So, das wäre jetzt physikalische Diagnostik. Der Mann hat aber eine Arteritis temporalis und die beiden anderen Sachen auch noch. Ja? Und den haben wir erstmal mit Cortison vollgepumpt, damit wir nicht die Erblindung des zweiten Auges erleben. Und dann uns um den Rest auch gekümmert, also natürlich Glaukom behandelt. Aber hier ist wichtig, die erste Feststellung ist nicht die richtige. Und deswegen, glaube ich, müssen wir kooperieren. Ja? Und die Symptome unserer Patienten sehr genau definieren. Sehkraftminderung ist ja ein Sammelbegriff für extrem verschiedene Qualitäten. Daher würde ich mal sagen, zwischen Kunde und Patient gibt es ein großes, breites Feld, das wir diagnostisch bearbeiten müssen und die Kooperation, sehen Sie hier vielleicht, ist dringend nötig. Ich glaube, die Schönheit des Gestern mit der Schönheit des Morgen zu verbinden, ist die wunderbare Aufgabe der Gegenwart. Lassen Sie uns dies in Kooperation, Respekt und Neugier gestalten. Dankeschön. Ja, das war ein spannender Vortrag. Die wundervolle Aufgabe der Gegenwart, die Schönheit des Gestern mit der Schönheit des Morgen zu verbinden. Danke an Norbert Schrage für die Erlaubnis, seinen Vortrag hier für unseren Podcast zu verwenden. Wenn es euch gefallen hat, dann hört gern mal wieder rein. Wenn ihr Fragen zur Augenoptik und Optometrie habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptik@hs-aalen.de. Und viele weitere Infos findet ihr auf unseren Websites augenoptik-studieren.de und optometrie-studieren.de. Also dann, danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Augenoptik im Ohr.